Herzlich willkommen in diesem Dorgentalk, den wir hier in der Garderobe Ihnen durchführen. Mein Gast ist heute Philipp Fuhrer. Hallo Philipp. Hallo. Philipp, wir sind ein paar Minuten zusammen, damit mit dir zu reden, deine Karriere. Es ist schon ein paar Jahre, wo du auf dem Eis bist. Das ist ja so, du bist geboren am 16. Januar. Das Jahr geben wir nicht. Das haben wir gesehen, das geben wir nicht. Genau. Behalten wir das Alter ein bisschen privat. Das ist 16. Juni. Ja. Juni? Ja. Okay, 16. Juni, das ist schon mein erster Fehler, da bin ich froh. Ich Silbermedaille in der Weltmeisterschaft, 3 Schweizer Meistertitel. Du hast deine Junioren zu Bern gemacht. Was behalten Sie für Erinnerungen von deiner Juniorenstufe? Ja, sehr viel. Ich bin als 6-Jähriger bin ich in Davos gewesen, habe unbedingt so werden wie die Hockeyspieler dort auf dem Eis. Ich weiss noch heute den Geschmack von der Arena von Davos, den Holzgeschmack. Und ich dann hat die Mami gesagt, ja, also, wenn du Eishockey-Spieler werden willst, musst du zuerst mal lernen schlöfeln. Also musst du zuerst mal schlöfeln. Ja. Und sie hat mich dann gecoacht und mit 7 Jahren durfte ich anfangen. Das war doch ein grosser Einstieg der gewesen, beim Hypo von Alme. Und habe dann dort Fuß fassen und die ganze Juniorenstufe war lang gewesen und hart gewesen, aber es hat mir so viel Spass gemacht und ich bin nahe von der Eisbahn gewohnt. Und das habe ich auch viel selber auf die Eisbahn fahren und eigentlich jede freie Sekunde habe ich Hockey gespielt, sei es auf der Eisbahn oder bei uns auf dem Platz. Du siehst, es hat Spass gemacht, aber es war hart gewesen. Was hast du da jetzt noch für Erinnerungen? Ich glaube, ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt im Profi ist, ist es noch viel härter, da hat es noch andere Konditionen, aber als Junior, hast du da wirklich noch die Erinnerungen wirklich von der Spaltung zwischen Spass und dass es schwierig war? Ja, ja, sehr. Jürg Dockwiller habe ich heute noch Kontakt mit ihm ab und zu. Da haben wir immer im Sommer so Viereck gehabt. Und die Viereck waren immer mit Sprüngen. Und nach diesen Beinen, wenn ich daran denke, dann säuren die Beine noch heute. Also, das ist wirklich harte Zeug. Und auch mit dem Mirek Kibler haben wir sehr viel neben mir, vor allem die harten Sachen gemacht. Sie mit Gewichten, die Stege draufgehüpft, einbeinig und so weiter. Und es war eine harte Zeit gewesen, aber es hat mir sehr, sehr viel gegeben. Und auch für mich habe ich auch extrem viel gelernt, natürlich. Wenn wir heute ein bisschen gucken, mit den Junioren, was so ein bisschen abgeht, hört man manchmal, ja, es ist zu hart, sie tut zu viel trainieren, das sind so ein bisschen die Echos, die man vielleicht ein bisschen in der Tribüne hört. Was ist so deine Meinung? Früher war es so hart gewesen. Und jetzt braucht es die Härte, dass man vielleicht eben auch den Sprung in die Profikarriere schafft? Ich glaube, früher war es hart und man hat nicht viel überlegt dabei. Also, man hat einfach gemacht, wir sind mit 14 in Kraftraum und haben sicher Übungen gemacht, die für uns dann damals nicht optimal waren. Heute ist das Know-how viel, viel, viel grösser. Man weiss viel mehr rund um den Körper und man trainiert sicher viel, viel mehr als früher noch einmal. Aber man trainiert gezielter und tut sich auch über die Erholung natürlich sehr, mit der Erholung sehr auseinandersetzen. Wie auch mit dem Krafttraining und mit der Ernährung. Und ich glaube, heute ist der Aufwand ist sicher grösser, aber ist viel mehr Know-how rum und eine gewisse Härte braucht es dann schlussendlich gleich, dass man eben an seine Leistungsgrenzen herkommt und die Leistungsgrenze immer ein bisschen aufdrücken kann. Und das ist im Spitzensport normal oder vor allem bei uns oben bei den Profis. Ja. Du bist dann ab 16 bist schon im Nazi-Kader drin gewesen. Da auch, erinnerst du dich noch an den ersten Sprung oder das erste Aufgebot, das gekommen ist? Ja, es war sehr speziell gewesen. Es war Slowakei gewesen, so viel man ja erinnert, oder Tschechei. Da bin ich nicht mehr ganz sicher. Aber ich war sehr nervös. Ich glaube, die Scheibe kaum berührt, geht wieder weitergeben. Und international ist natürlich, hat man gemerkt, es war noch ein anderer Niveau-Unterschied. Der Speed war viel grösser, die Härte war viel mehr. Aber es war schön, so früh dabei zu sein dort. Und ich durfte schon bei den Regionalauswahlen noch früher dabei sein und habe schon dort eine gewisse Level-Anpassung bekommen. Aber das international und auch mit der Schweizer Nazi war schon extrem speziell. Du hast gerade gesehen, dass du den, hast den Böck bekommen, gerade wieder abgegeben. Das war nicht dann auch so das eigene Goal gewesen. Nein, das war 2008. Reden wir dann später noch darüber. Aber ich weiss, dass du darüber lachst heute. Völlig. Also ich habe immer darüber gelacht. Ist wahr. Übrigens. Ja. Bleiben wir gerade bei der Geschichte. Was war das für eine Geschichte mit dem Ego? Für die, die es nicht kennen. Ja, also es war so, dass die erste WM habe ich 2008 spielen. Ich bin dann vom Ralf Krüger aufgeboten worden. Im Dezember 2007 bin ich das erste Mal in der Schweizer A-Nationalmannschaft dabei gewesen. Und nachher dann eben die WM gespielt im Frühling. Und wir sind dort in Gebe gewesen. Und es war ein Bulli gegen die Russen. Es war ein Viertelfinale.
Wir haben oben auf der Tafel ist gestanden, 2 Schüsse für Russland und 3 Goal. Wir haben schon 1 eigenes Goal gemacht. Also ein Spieler hat mit der Hand schon rein getan, spielt heute auch mit mir. Und dann bin ich mit dem Slapper. Und es ist 3-mal, also 2-mal, wir müssen das Bulli wiederholen. Und es ist eigentlich darum gegangen, dass ich die Scheibe bekomme und dann geht so schnell wie möglich hinter dem Goal durchpfeffern oder auf der anderen Seite. Und Marc Reichert schmunzelt noch heute alles, weil er hat auf der blauen Linie gewartet, aber es ist nie ein Böck gekommen. Und der Böck ist einfach, jetzt hätte hinter das Gold durch sollen. Der hätte hinter dem Gold durch sollen. Die es wissen und kennen, die können mal auf den linken Fuß schauen. Der ist mir dort ein bisschen ab. Das hat sicher den Winkel verändert. Aber schlussendlich war es eine sehr unglückliche Situation. Und der Tino Gerber war schon überrascht, dass da so ein Hammer vom eigenen Spieler auf ihn kommt. Und zum Glück kann man noch darüber lachen jetzt gleich. Ja, sehr. Ich glaube, es ist natürlich einfacher gewesen, darüber zu lachen gegen ein Russland, wo wir eh schon, also ganz ehrlich, wir hatten dort keine Chance gehabt, gegen die Russen zu gewinnen. Und es war nicht ein 1-0 gewesen, wo man jetzt müsste sagen, ja, genau wegen dem Goal haben wir das Spiel verloren. Das wäre sicher viel härter gewesen. Oder? Aber durch das, dass ich dann auch 8 Tage eigentlich noch in Florida geblieben und nicht in die Schweiz bekommen, ich glaube, meine Eltern und meine Brüder und meine Schwester alles müssen abfahren. Und am ersten ist eigentlich gar nicht so nah hergetragen worden. Die Erinnerungen bleiben. Umso das besser. Auf jeden Fall. Umso das besser. Auf jeden Fall. Philipp, du bist nachher richtig Lugano gereist. Vielleicht bevor wir von Lugano reden, hätte ich noch gerne wissen, der Sprung von den Junioren, oder sagen wir mal, das erste Aufgebot, das du nachher gegeben hast für die Nazi. Ich kann mir vorstellen, die Zeiten waren dann zumal noch nicht gleich wie heute auch nicht. Wie ist denn das gegangen in der Garderobe, wo sie dir aufgeboten haben, wo du gekommen bist, dann bist du in die Garderobe von der ersten Mannschaft gekommen? Also es war so, gewesen, dass wir eigentlich ein Zusatztraining hatten, die im Sportgym waren, für uns. Damals war das eigentlich so ein bisschen die Anfangsphase, wo es Schulen hat gegeben, wo für Sport Rücksicht genommen hat. Und wir haben dann in diesen Zusatztrainings ab und zu Spieler haben die erste Mannschaft dürfen mittrainieren. Und wir sind dort so ein bisschen hergeführt worden. Und dann hatten mehrere Spieler, gehabt, die das haben dürfen. Und als dann schlussendlich der Vertrag ist gekommen, für die erste Mannschaft dürfen dabei zu sein, war das natürlich ein riesen Genugtuung gewesen. Und ein riesengroßer Schritt. Ich kann mich erinnern, dass du bist natürlich still gewesen, du hast nie etwas gesagt. Ich war einer allein, der irgendwie, ich weiss es heute noch nicht, ich war auch zu lieben Keim gewesen, aber ich bin recht gut durchgekommen. Wie früher haben alle Jungen relativ müssen leiden von den älteren Spielern. Heute ist das alles ein bisschen umgekehrt. Ja. Da kommen die schon gestangen und mit einem grossen Selbstbewusstsein. Ja, die Zeit hat sich extrem geändert. Und früher haben die Jungen noch viel Jungen durch müssen. Und ich bin dort eigentlich relativ gut geschlafen. Ich habe ein ganz grosses Vorbild gehabt. Martin Steinegger, der hat sehr gut zu mir geschaut. Er ist für mich einer der besten Captain, den ich jemals zusammengespielt habe. Und es war schön, es war speziell, weil das alles gestandene Männer waren. Und als Jungen bist du reingekommen, hast du einfach jeden Tag alles geben, alles herlegen und hast die Ausländer verhitten. Ich muss mich heute noch erinnern, mit dem Armstrong und mit dem Julien im Ecken und der Philipp Sedu und ich haben Gexen gespielt und er hat uns der Ricardo vorher gesagt, die müssten einfach voll auf dem Arsch spielen und die müssten einfach gerade checken. Es war ja klar gewesen, dass die Ausländer das nicht so gerne hatten. Wir mussten dort einstecken von Stockschlägen und blaue Möse hat es gegeben, dem Drängen, aber wir sind gegangen wie die Wilden. Aber es ist natürlich schon strenge Jahre, weil wenn du nachher bei der U20, bei der Elite, früher die Elite gespielt hast, ist der Rhythmus, kann man vorstellen, schon relativ brutal gewesen. Dann noch der Einstieg in die erste Mannschaft. Die Zeit, kannst du dich noch daran erinnern, von der Schwierigkeit von dieser Zeit? Oder vergisst man das nachher ein bisschen, weil nachher der Sprung gekommen ist? Gerade? Nein, es ist eine unglaublich schöne Zeit gewesen. Diese Zeit verbinde ich eigentlich mit sehr schönen Erlebnissen. Für mich war es nie ein Stress gewesen. Für mich ist es immer, ich habe so gerne Hockey gespielt. Ich spiele heute noch gerne Hockey. Und dazu mal habe ich so den Körper mal so schnell regenerieren, wenn du noch jung bist. Und du willst einfach die ganze Zeit spielen. Und ich kann mich daran erinnern, dass mir die Schulleiter mal meine Eltern angerufen und gesagt, ja, aber ich kann jetzt nicht noch an die WM gehen. Und es ist noch zu und die Zusatztraining alles, das geht nicht. Und weißt du was? Ich habe dann immer gesagt, wieso? Ich habe ja einfach das und ich habe Freude an dem. Und darum lässt mich das machen. Ich bin dort aufgegangen drin. Und für mich hat es dann noch, ganz ehrlich gesagt, nur
Schuh, Hockey, Schlafen und Essen gegeben. Es hat nicht mehr viel Platz gehabt. Auch zum Ventil habe ich ab und zu noch einmal gegamet, aber ich musste sehr viel für die Schuhe müssen machen. Und das war mein Tagesrhythmus gewesen. Und es hat einfach Spass gemacht, so viel dürfen Hockey zu spielen und daneben auch mit den Hockeylern noch in die Schuhe gehen und dort aber gleich das Umfeld pflegen von der Schuhe von anderen Sportarten. Weil es ist natürlich schon sehr happig, oder? Das darf man nicht unterschätzen. Der Rhythmus, den man dann hat, eben mit der U20 und dann auch noch der Sprung in die erste Mannschaft. Ja, also der Sprung, den muss ich sagen, der ist sehr happig. Ich bin sehr froh, dass ich dort in eine Schuhe durfte, die eben das angepasst hat. Es ist auch so, dass die Schuhe eigentlich nicht ausgelegt ist auf Profisport, weil Profisportler immer ein Morgentraining haben und sonst die Junioren am Morgen früh die Zusatztraining und dann am Abend wieder Training. Und ich bin dann in der Erwachsenenschuhe, mit dann dort so eine Lösung gefunden. Und ich weiss noch, am Mittwoch hatte ich immer 9 Stunden am Stück in der Schuhe. Und in 5. Stunde habe ich beim Olaf, bei Betriebsökonomie, habe ich schlafen. Also er hat mich auch immer schlafen, weil er genau gewusst hat, ja, irgendwann ist besser zu dem Alt. Und dann habe ich es nicht gemacht, aber bei Betriebsökonomie habe ich gleich sehr gut abgeschlossen. Von dem her hat er auch gedacht, okay, der darf. Es ist aber auch ein Zeichen, dass wenn man dort durchkommt, dass auch der Rest von der Karriere nicht einfacher wird, aber dass da vielleicht das Ziel, das man könnte setzen könnte, näher kommt, kann man vorstellen. Ja, ich glaube, dort tut sich auch ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen, weil ich glaube, jedes Talent, das wir auch hatten, in den Junioren, kommen bis zu einem gewissen Punkt her, aber dann geht es wie ohne hart zu arbeiten, geht es wie nicht mehr. Oder? Und in dieser Phase, wo eben Schuh und Hockey so intensiv ist und auch mit diesen verschiedenen Teams, also eben jetzt in der ersten Mannschaft kann man jetzt ein paar Zusatztraining machen, aber man ist gleich noch voll bei den Junioren und hat eigentlich mehr Spiel, mehr Trainingsaufwand und gleichzeitig ist die Schuhe eine sehr wichtige Phase in diesem Zeitpunkt für den Abschluss zu machen. Ich glaube schon, das ist eine intensive Phase, wo einfach ein gutes Umfeld braucht und auch ein gutes Setup braucht, dass man die bestmöglichst übersteht und dann ist es sicher wie eine Prüfung, dass man eben auch weiter dort kann bestehen kann. Du bist dann auf Lugano unter Baume, wenn man das so sagen kann. Was war das für ein Wechsel für dich? Da bist du natürlich, mit 5-6-Jährigen bist du da Davos mal auf dem Eis gewesen. Genau, mit 10 gestartet. Genau, und dann bist du in Bern gewesen und er ist die Abreise auf Lugano. Wie hast du das erlebt? Ja, das war sehr einschneidender Moment gewesen. Und für mich war in Bern wie alles abgeschlossen gewesen, alles erreicht gewesen. Ich hatte dann einen Legendenstatus gehabt, mit 4 von 5 Punkten müssen erfüllen. Ich hatte das erfüllt gehabt. Ich habe immer gesagt, ich wollte 3 Meistertitel gewinnen in meiner Karriere. Ich habe 3 Meistertitel gewonnen gehabt. Es ist immer weiter gegangen in Bern, bei die Captain-Gruppe reingekommen, dürfen Powerplay spielen und so weiter. Es ist immer ein Treppchen aufgegangen. Meine Tochter war dann 2,5-jährig, Zwillinge sind gekommen und es war dort so ein wirklich ein Entscheid gewesen, bleibe ich in Bern für immer oder mache ich etwas Neues? Ja. Und durch das, dass ich wie alles erreicht hatte und so ein Zeitfenster hatte von 3 Jahren, weil es mir extrem wichtig war, dass Noemi, meine älteste Tochter, nachher an dem Ort, wo sie in die Schule geht, dass wir dort sesshaft bleiben, habe ich einfach die 3 Jahre als Fenster. Und ich habe mir immer gesagt, wenn du nicht gehst, dann wirst du irgendwann reuig sein. Wieso bin ich nicht gegangen? Du bist einfach in diesem Alltag so. Es hat niemand gedacht, dass der Philipp Fuhrer von Bern mal fortgehen wird. Es hat so viele Stimmen von der Nazi, von der ganzen Liga gehabt. Ja, du wirst immer zu Bern bleiben und du wirst nie Wechsel machen. Und ich bin eben auch manchmal unberechenbar. Ist das eine Challenge gewesen, schlussendlich? Völlig, völlig. Und für mich ist es wie, es hat so Schlüsselmomente in der ganzen Verhandlungsgeschichte, wo ich gewusst habe, der Fall ist klar. Weil es ist, Guy Busche ist dann zu mir gekommen und gesagt, er hat dem Sportchef gesagt, sie soll mir alles geben, wie sie wollen. Und ich kann doch nicht gehen, es ist der beste Platz in Bern und all die Fans und so. Und ja, wie dort gespürt, nein, es ist nicht das, was ich will. Es ist eben etwas anderes. Es ist noch einmal auszubrechen. Ich bin nie weg von daheim. Oder? Ich hatte nie ein Austauschjahr wie andere haben. Ich hatte nie irgendeinen Auslandaufenthalt gehabt, den andere hatten. Und für mich war das auch wichtig, dass ich einfach nochmal weg kann. Und die Horizonterweiterung, die ich dort unten hatte in Lugano und auch die Zeit mit der Family so intensiv dürfen geniessen, etwas Neues zu meistern zusammen. Und mit der Familie zusammen zu sein, schlussendlich. Ja, genau. Und unsere Zwillinge sind dann
Natalino und Lara waren 6 Monate, wo wir auf Lugano waren. Also es war eine Challenge gewesen, par excellence. Aber wir haben das zusammen gemeistert. Das hat unglaublich Freude gemacht. Es ist ein wunderschöner Ort zum Hockey spielen. Und es ist ja, so nicht nur zum Hockey spielen. Nein, es ist wirklich ein schöner Ort insgeheim für die Lebensqualität. Ja. Das ist so. Ich war das Wochenende in dem Tessin und die Palmen, die stehen einfach immer da. Es so. Gibt ein gutes weiss, Gefühl. Es ist frustrierend, ich weiss. Aber die Palmen sind einfach immer da. Die sind da. Die sind da. Du behaltest auch gute Beziehungen immer noch mit dem Tessin, oder? Ja, es ist natürlich so, dass King, wir haben Freunde aufgebaut dort. Wir waren 3 Jahre jünger, noch einmal in den Kindergarten gegangen. Dadurch haben sich natürlich Freundschaften entwickelt, die wir auch gerne behalten wollen. Und da besuchen wir immer das Tessin und sie besuchen uns in Deutschschweiz. Und so haben wir immer ein bisschen den Kontakt noch dorthin und können immer an die schönen Orte, wo natürlich dann alles wieder vorkommt. Und ja, es ist, für uns ist es ein sehr, sehr erlebnisreiche 3 Jahre gewesen, dadurch, dass sie sicher auch erfolgreich waren und eine intensive Phase von der Kinder. Und ja. Also, und redest du immer noch perfekt Italienisch? Massi certo. Ah, schön. Sicher nicht perfekt, aber ich kann mich noch verständigen. Ich habe es gemerkt, ich kann es noch. Philipp, ich erinnere mich, Anfang Saison 18-19 habe ich dann unser erstes Interview gemacht. Es war ein bisschen wärmer gewesen. Wir waren in der Altstadt gewesen, wenn wir nicht täuschen. Genau. Und unten auf dem Bänkli. Genau. Ja. Und das war unser erstes Freiburger Interview genau. Gewesen. Erinnerst du dich noch daran? Ja, dann hast du gesagt, dass du wegen dem Seisler-Deutsch schon gesehen hast. Wo ist auf den Punkt gekommen? Nein, also ich wäre jetzt nicht auf den Punkt gekommen, aber es ist ein bisschen so. Es ist gleich jetzt, hast du die 4. Saison mit Freiburg. Ich kann mir gleich vorstellen, eben, du bist in Bern aufgewachsen, Lugano, hast super Zeit gehabt und dann ist der Wechsel auf Freiburg aus den Gründen, die wir wissen, das haben wir schon ein paar Mal darüber diskutiert. Hast du dich wirklich auf das gefasst? Oder ist das passiert, was du in Freiburg erhofft hast? Also ganz ehrlich. Nicht nur sportlich, gell? Ja, alles zusammen. Also für mich ist ganz klar, der Entscheid schlussendlich ist genau der beste gewesen und ist genau eigentlich so gekommen, wie ich mir das gedacht habe, da wo wir jetzt heute stehen. Ich habe mir gewünscht, dass wir früher da stehen, wo wir jetzt sind, also jetzt sportlich gesehen. Ja. Ich habe das Gefühl gehabt, wir sind schon weiter, wir sind es noch nicht gewesen. Das hat sicher noch etwas gebraucht, die Prozesse über die Jahre. Aber es ist ganz klar, alles, was neben dem Hockey ist, ist genau so aufgegangen, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich glaube, um nicht mehr gross das durchzukatschen, aber schlussendlich war Freiburg der letzte Entscheid gewesen. Und dass ich zu Freiburg geschrieben habe, hat sich alles bestätigt, eigentlich über den Weg, über das neue Stadion, wo wir heute drin sind, die Garderobe, die Leute, die da sind. Also, ich bin insgeheim, wo sich jetzt der Kreis schließt. Es ist wunderschön und darum habe ich auch so Freude, momentan dürfen Hockey zu spielen. Und aber das Freiburger Dialekt ist immer noch schwieriger. Ja, also ich wohne ja zu Murten. Und Murten gehört zu Freiburg. Und zu Murten reden sie eben so, wie ich das mir auch wünsche. Aber es ist schwierig, wenn die Tochter plötzlich heimkommt und sagt, Papi, guck mal. Oder dann gibt es einfach was gucken. Nein, es heisst, schau mal. Wer tut sich da anpassen? Der Papi oder muss sich das Mädchen anpassen? Nein, da muss sich das Mädchen anpassen. Okay. Aber okay, tun wir aufschreiben, das Mädchen sagt, gucken. Das ist ein guter Punkt für das Mädchen. Wir sehen auch die Family hier im Stadion während des Spiels. Ich will mir da nicht zu weit gehen, aber ich glaube, auch die Family fühlt sich wohl. Sehr, sehr. Also sie haben alle Freude und sie sind auch zu Freiburg angekommen. Auch die Kinder sind Freiburg-Fan, oder? Und da sieht man schon, wenn sie daher kommen, jetzt sind sie in einem Alter, wo sie natürlich alles mitbekommen. Das ist für mich insgeheim auch sehr schön, dass sie das noch behalten werden und noch werden wissen. Oder bei vielen sind die Kinder so klein, dass sie das gar nicht mehr gross mitbekommen vom Papi seiner Karriere. Und das finde ich eigentlich extrem schön, dass sie das auch mit mir noch teilen dürfen und dass wir das werden für immer zusammen haben. Du deine Mädchen schon die Spiel analysieren oder noch nicht? Ja, Mama. Das ist brutal. Das ist brutal. Das heisst immer, Papi, du musst den Böck nehmen und vorne gehen und das Goal schiessen. Aber sie wissen immer noch nicht richtig, dass ich auch ein Verteidiger einen anderen Job habe als das. Aber nein, es sind Diskussionen da und sie fragen, wieso nicht. Und natürlich, wenn ich verloren habe, heisst es, ja, wieso habt ihr nicht gewonnen und du musst mehr Goal schiessen und so. Oder? Ist einfach, oder? Also, es ist einfach. Ja, es ist so ehrlich wie King sind, genau so sind sie. Und nein, sie verstehen mittlerweile auch etwas vom Spiel. Und Es ist schön, es ist wirklich schön zu sehen. Wie geht man mit dem um, wenn man zum Beispiel jetzt Rückschlag, ich rede jetzt nicht unbedingt von Verletzungen, weil das sind wir im Extremfall, aber nein, ist, wenn man
diese Saison haben wir jetzt wieder ein bisschen Glück. Die Mannschaft gewinnt oder hat eine grosse, gute Serie gehabt. Aber ich kann mir vorstellen, wenn du 2-3 Matches verlierst, ist natürlich, haben wir ein bisschen moralisch gleich. Wie geht man mit dem um, wenn die Kinder mit der Familie, also deine Frau gibt halt auch einen anderen Umgang mit dem, aber wenn du zum Beispiel ein bisschen schlecht gelaunt wärst nach einem Verlust, wie geht man um mit den Kindern mit dem? Ja, also das Schöne ist an den Kindern, sie sind so und dann sind sie im langen Moment. Und ich glaube, sie geben mir dort manchmal mehr Energie, dass ich auch eben die Sache vergessen kann. Das ist schon schön an den Kindern, oder? Man kommt heim und dann sieht man das Lachen, wenn es Lachen ist. Jetzt kommt schon die Pubertät-Phase, was manchmal schon das Anschreien ist von ihnen auf mich. Aber es ist alles eine Phase. Aber nein, es ist, man kann dort viel mehr switchen. Sobald man mit dem Kind zusammen ist, dann merkt man das, wie die Kinder können so. Die Kinder können extrem schnell im emotionalen Moment und Fokus extrem schnell switchen. Und es ist immer schön, wenn man eben so über mehrere Tage jetzt schlecht ist oder man hinterfragt sich oder tut analysieren und vielleicht überanalysieren, dass man sich eben mal daraus nimmt, dass sich der Kind geht und auch mit dem Kind etwas macht und dann ist man total in einem anderen Film und hat dort auch eine gewisse Abwechslung und das ist schon das, was ich eigentlich daneben, was mir immer sehr gut tut. Du hast eben, das ist schon so ein bisschen ein Gehen und ein Nein, sei es mit den Kindern daheim, in der Familie. Ich glaube, du hast schon eine spezielle Beziehung mit Spezialanlässen. Das ist auch etwas, was dir am Herzen liegt. Sei es mit verschiedenen Veranstaltungen, Stars for Life bist du auch dabei. Und solche Sachen ist schon etwas, was du noch gerne machst. Das ist so. Ich tue sehr gerne etwas zurückgeben, weil für mich ist das so eindrücklich, was man eigentlich im Spitzensport mit so wenig jemandem eine riesen Freude machen kann. Sei es, ich habe gestern jemandem wieder einen Stock gegeben, das ist für viele Spieler und auch für uns alle ist einfach ein Stock, oder? Aber für die ist das so etwas Grosses und auch die Freude gesehen in den Augen, das ist etwas, was mich sehr glücklich macht, wenn man mit so wenig eigentlich jemanden zufriedenstellen und so eine Freude auslösen, oder? Und darum bin ich auch immer dabei und dafür zu haben, bei so Anlässen eben, dass man etwas zurückgeben kann, weil wir haben hier sehr viel dürfen erreichen, alle die da drinnen hocken. Wir haben ein privilegiertes Leben und wir haben auch eben einen Status, wo wir so viel glücklich machen können, das sollen wir den auch nutzen und das gegen raus tragen. Fast mit wenig noch? Mit sehr wenig und das ist es ja, oder? Wenn man dann zusätzlich noch etwas extra macht, eben sei es ein Event geht oder sonst mal noch etwas, ein Kids Day macht, dann kann man eben noch mehr zurückgeben und das sind die schönen Sachen, darum bin ich dort auch immer dafür zu haben. Philipp, wir kommen langsam ans Ende von diesem Interview. Der Vertrag geht normalerweise Ende von der Saison fertig. Wie siehst du deine Zukunft jetzt? Also ich glaube, wenn man in Tüsche hast, auch nebenbei, hast du ein paar Sachen schon aufgebaut. Du wartest nicht im Vergleich zu anderen Spielern vielleicht, bis mal die Karriere fertig ist. Und dass man dann vielleicht schaut, was man dann machen kann. Du hast da schon ein bisschen vorgeplant. Ja, ich habe da vorgespurt. Für mich war es immer wichtig, ich hatte einen einschneidenden Moment mit der Hüftoperation im 2-0-3, wo ich eigentlich dann immer für mich klar war, hey, ich muss bereit sein, wenn es irgendeine Verletzung gibt. Oder? Und für mich war es immer ein Fluch, die Hüftoperation. Aber mittlerweile ist es ihnen sagen, weil ab dann habe ich eigentlich auch immer etwas daneben gemacht. Ich bin auch sonst eigentlich der Typ, der das muss haben, die Abwechslung und nebendran etwas zu machen und den Bezug nicht zu verlieren. Und es ist so, ich habe das alles aufgelesen. Für mich ist alles bereit nebendran. Aber ich habe extrem Freude. Jetzt durch das habe ich natürlich eine Situation, die für mich sehr, sehr zufriedenstellend ist, dass ich darf meine Leidenschaft noch leben darf. Und das ist für mich ein dürfen Hockeyspiel, ein dürfen Freude haben. Und darum habe ich auch gesagt, ich werde nie einfach sagen, es ist Ende von dieser Saison fertig. Weil wenn es mir gut geht, so wie es mir jetzt geht, und ich Freude habe noch am Sport und auch noch mal mit habe, dann werde ich sicher noch weiterspielen, so weit wie ich kann, oder? Weil wenn es irgendwo nicht mehr stimmt oder wenn ich selber nicht mehr den Einfluss kann haben, den ich momentan noch habe, dann habe ich selber mit mir ein Problem. Weil ich bin einer, der die Sachen gerne selber in die Hand nimmt und für mein Leben schaut, dass alles die Bahnen bekommt, die ich mir das wünsche. Und wenn ich sehe, dass ich wie nicht mehr gebraucht werde oder wie es nicht mehr reicht, wie ich das Gefühl auch in der Nazi hatte, dann bin ich der Erste, der auch sagt, so, jetzt ist gut, jetzt gibt es etwas anderes. Oder? Ich habe unglaublich Freude, die Saison dürfen zu spielen hier. Ich fühle mich sehr gut mit dem Dave Sutter nebendran. Und es macht Spass.
Gut, Dave Sutter kann doch kein Freiburger Deutsch-Freiburger Ausdruck klären. Da müssen wir dann vielleicht immer noch mal ein Gespräch mit dem Dave Sutter, müssen wir vielleicht einmal ein bisschen tiefer gehen. Philipp, wie gesagt, 18, 19 haben wir unser erstes Interview gehabt. Freiburger Ausdruck haben wir dann noch nicht gehabt. Ein paar Saison danach haben wir sie noch nicht. Geben wir uns noch mal einen Termin in 3 Jahren. Ist gut. Ja, 3 Jahre, das ist weit, das ist weit. Wenn du mir jetzt kannst sagen, können wir mal gucken. Ich bin jetzt zufrieden, ist gut. Können wir mal gucken. Wir schauen. Ja, okay. Philipp, jedenfalls mehr so wie mal, dass du Zeit gefunden hast für uns. Und natürlich weiterhin viel Erfolg und vor allem viel, viel Spass. Merci viel, viel mal für das Interview und ich freue mich schon jetzt auf das nächste Spiel.